Herzlich willkommen, ein Freunde, zurück zu... Wieso ist das Fenster hier? Ich weiß es nicht. Aber ja, willkommen zurück zu Jedi Star Wars Fallen Order. Im letzten Part haben wir das Rätsel des Grabes gemeistert, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und heute müssen wir hier gucken, was wir hier machen. Das hier sieht aus wie eine Druckplatte, ist aber keine, okay. Was ist das denn da für ein gruseliger Typ? Das wird ganz neu. Oh Gott. Okay. Aua. Das ist aber gemein hier, ey. Aber den haben wir zum Glück. Den haben wir. Sehr gut. Scannen den mal bitte. Gut gemacht. Oh, Fähigkeiten. Grabwächter. Ah, das sind Grabwächter, okay. Und wieso töten wir die? Finde ich schon ein bisschen gemein. Oh, okay, da darf ich nicht rein. Da geht's runter? Alter Schwede. Achso, warte. Das war's mit Luft. Mit Luft. Ich brauch frische Luft. Damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Was machen wir jetzt so? Okay, hier kommt ein Weg. Hier offenbart sich ein Weg. Aber da unten hätten wir auch noch weiter gekonnt. Okay. Wieso dreht sich da dieses Ding, ne? Ich weiß es nicht. Aber was hat mir der Weg jetzt hier gebracht? Wenn ich ehrlich bin, nichts. Wir gehen mal hier runter, gucken. Okay. Da sind Bretter. Dahinter ist eine Bahn. Achso, von da sind wir gekommen. Wir müssen dich wahrscheinlich irgendwie versuchen, weiter wegzudingsen. Aber hier ist nichts. Ich gehe mal nochmal zurück. Ne, da unten waren wir ja vorhin. Ich gehe mal hier weiter. Aber das ist ja Eis. Da komme ich ja nicht weiter. Okay. Ich kaufe mal eben was Neues. Das machen wir mal eben. Wir haben ja einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Wir können ja nur das hier kaufen, deswegen machen wir das. Überragendes Blocken. Ja. Puh, okay. Bidi. Ich überleg noch eben. Also ich mach das hier nochmal an. Und lass es vielleicht auch an. Fürs Erste. Aber was bringt uns... Also, ich seh's, Leute. Ich seh's, ich hab's gesehen. Man kann da noch weiter hoch. Oh, ein Glück habe ich mir das nochmal von unten angeschaut. Hier kann man ja hochklettern. Genau. Und dann... Oh Gott. Ich bin schon wieder zu schnell hier. Daneben. Sehr cool. Diese Rutschpartien sind immer was Lustiges. Geschafft. Sehr gut. Ist hier eine Kiste irgendwo? Ich guck nur. Ich habe schon lange keine Kiste mehr hier gesehen. Aber hier kommt bestimmt gleich irgendwas.
Ich hätte irgendwas vibriert. Ich weiß aber nicht was. Hinten ist ein Licht, okay. Da unten ist einfach nur ein Boden. Also falls ich runterfallen sollte, passiert hier nichts. Aber ja. Gut, aber wahrscheinlich falle ich da runter, oder? Nee. Oh, wieder diese Dinger. Den haben wir aber. Den haben wir auch. Ich gucke gerade mal. Ah, da ist noch einer. Lass los. Hier muss ich seitlich erspringen. Oh, ganz schön seitlich. Oh Gott. Ist ja hier, bin ich hier Aang oder was? Der hier Luft meistern muss. Das haben wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, sind hier viele Dinger. Okay, das haben wir aber. So, ich bin gespannt. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ja, richtig. Diese Knospen da. Ich finde das lustig. Oh, das ist ja auch noch ein Viech. Na gut, ich lasse dich da. Ja, schieß die mal weg hier. Oh, sehr gut. Hier ist doch was. Ich fühle doch. Ja, hier ist ein Tempelwächter wieder. Okay. Hallo? Aua. Als ob der mich nur getroffen hat. So, perfekt. Weg mit dir. Nee, Pflanzis. Lasst mich mal. Wie kommen wir denn an so einem Ort hier rein? Also so nicht. Ja, ja, ja. Guck mich nicht so an, Pflanze. Ich kann fliegen. Naja, fast, ne? Fast. So. Zack. Was bringt uns das denn? Achso, da hinten ist einfach ein Weg. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Müssen. Fast. Bekomme ich immer Schaden? Ich hoffe nicht. Hallo. Da hättest du dich ruhig schon festhalten können, ganz ehrlich. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier rein. Gucken. Okay. Wieder eine neue Grabkammer. Alter, ist das groß hier. Groß und ein bisschen unheimlich. Aber nur ein bisschen, Leute. Oh Gott. Hast du mich erschreckt? Ja, scannen. Nee. Die alte Statue. Ja, super. Super, dass du das gescannt hast. Warte, hier müsste ich eigentlich wieder runterkommen. Aber hiermit kann ich wahrscheinlich eh nichts machen. Noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Wieso ist das Eis so bläulich geworden? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Aua! Achso, ich muss ausweichen. Gott!
Ah! Hä? Die Dinger kommen viel zu schnell! Oh, Konzentration! Gott. Was muss er machen? Wir wollen keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Blicke immer auf den Ball. Ja. RT, ich weiß gerade nicht, was RT ist. Dann ist das RT, oder? Oh, es war zu spät. Es war zu spät. Ja, wir machen es nochmal. Gut, weiter so. Vielleicht auch ein kurzer? Antipper, ja. Schneller. Schließ den Test ab. Okay. Wir können jetzt endlich das hier machen. Können wir das auch hier unten machen? Tatsächlich. Ich weiß, da ist ein Speicherpunkt, ne? Und eine Kiste. Aber eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin. Ich glaube, ich komme da auch noch gar nicht hin, oder? Ah, über die Wand. Wir gucken mal. Nee. Aber, könnte ich doch da hinschubsen. Ja, easy. Boah, ich bin heute so klug, oder? Ich bin heute echt klug. Also, ich fühle mich echt klug. Hast du was gefunden, BD1? Neues Lichtschwertmaterial, cool. Damit neues Echo. Der Wächter ist lange zerstört. Was ist mein Wächter? Es ist natürlich die Frage, wie wir dich da wieder wegkriegen. Also. Zack, zack, weg damit jetzt. So, super. Ich geh mal ganz kurz hier gucken. Ah, wir haben den Weg hier freigeschaltet. Okay. Wir gehen mal wieder zurück. Ich erinnere mich. Auch wenn es hier eigentlich... Hier sieht es wirklich aus. Hier sieht eigentlich alles gleich aus, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Gott, da ist noch ein Tempelwächter. Das ist ein schöner Tempel. Wen willst du denn? Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Ah ja, okay. Danke für diese Information. Oh nein, nicht wieder das. Alle, ich kann ihn auch. Egal. Ich mach den lieber so down. Aber er... Also er hält schon mehr aus, ne? So, aber das war's mit ihm. Sehr gut. So, du willst wieder Skinny? Oh, hier ist ein ganz großer Wächter, oder? Oder ein Grab. Ach, Eirams Sarkophag. Okay. Aber die Dinger sind cool. Kann man die auch stoppen? Nee. Das sind die Zeichen der Macht wahrscheinlich. Ja, cool. Dann gehen wir mal weiter. Zack. Kashyyyk. Als ob wir jetzt in Kashyyyk sind. Da hole ich mal den Fotomodus hier direkt raus.
So. Können wir noch ein bisschen rauszoomen? So, Foto gemacht, danke. Neues Ziel, Holokarte, wow, das benutzt. Warte, dann ist doch der Tempelwächter wieder da, oder nicht? Dann tötet er uns, wenn wir hier speichern, oder? Muss ich den ja jedes Mal besiegen. Mit der Verbindung der Macht geheilt. Jetzt haben wir neue Sachen. Oh, die müssen wir mal durchgehen. Massenschub. Hält zu Schub, kann Curry-Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Das ist cool. Curry regeneriert mehr Macht. Wenn er einen Gegner besiegt, trifft er einen blockierenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Curry's maximale Macht erhöht sich. Hält zu verlangsamen, kann Curry alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Das ist auch cool. Erhöht die Distanz, die Curry mit einem Sprintakt. Blablabla, ja, okay. Luftangriff? Nee. Hattest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem du Curl einen Lichtschwert geschwungen hast, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen, okay. Hattest du einen Moment, bevor du nachdem Curl sein Doppelklingen-Lichtschwert geschwungen hat, kann er eine Reihe von Angriffen ausführen, die hohen Schaden verursachen. Seid ihr auch ganz cool. Curl lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeiten nutzt, okay. Nicht, brauche ich nicht. Curls maximaler Angriff. Curry zusätzlich Leben, wenn er einen Slim-Behälter von BD1 benutzt. Also die Machtsachen, die reizen mich jetzt hier schon ein bisschen mehr. Sag ich mal eben. Wir speichern jetzt nicht, ich habe nämlich Angst. Ich habe Angst, dass der Tempelwächter noch da ist. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. Nee, warte mal, von da sind wir gekommen. Okay. Vielleicht schaue ich mir doch gleich mal eben das Ziel an. Wir speichern doch, auch wenn der Tempelwächter vielleicht da ist. Ne, er ist nicht da. Okay. Die Karte, wie öffne ich die denn nochmal? So, wohin soll ich denn? Also schon hier hin. Okay. Ne. Mein Ziel ist ganz, ganz woanders. Irgendwo hier. Okay, irgendwo da. Kann ich die Kugel eigentlich auch? Ja, ich kann die auch. Ach, der Tempelwächter ist ja wieder da. Ich muss schon sagen, hey, sieht er mich nicht? So langsam auch Hunger, ne? So. Ich muss da rein. Ja, gut, haben wir. Oh, da eröffnet sich ein neuer Weg. Gehen wir mal kurz gucken. Komme ich erstens nicht rein? Was ist das? Verstehe ich nicht. Okay, ich hab's verstanden. So, du musst nochmal raus. So. Du musst nämlich. Da so hin. Genau. Und dann darunter. Und dann. Wird die Kugel hier hingeschossen, dachte ich. Gibt's hier noch eine Kugel oder was?
Ne, die Wand können wir nicht wegmachen. Okay. Dann nochmal zurück. So. Ja komm, schießen wir die einmal dagegen. Nee, das geht nicht. Heißt, wir tun dich nochmal da rein. Dann müssen wir irgendwie eine zweite Kugel finden. Aber warte, hier können wir noch kaputt machen. Nee? Nee. Wie kommt denn eine Kugel hier hin? Ja, die kommt dann hier hin, wenn das da der Fall ist. Ah, der Gang ist hier offen. Okay. Okay. Gott, ey. Oh, oh. Gott, ich habe vergessen, ZL zu drücken, Leute. Oh Gott. Ah, hier haben wir eine Kugel. Aber wie kriegen wir die jetzt dahin? Oder ist das die Rückseite? Ich glaube, das ist die Rückseite, oder? Ah, nee, so. Zack. Jetzt haben wir da eine Kugel. Nice. Nice. So, du gehst dahin, genau. Ups. Zack. Komm, schneller, Kugel. Die fliegt gleich hier hoch. Vielleicht sollte ich mal hochgehen. Da ist sie. Da ist sie, Kugel. Okay, haben wir getroffen? Ja. Ich will mit hoch. Ah, da haben wir jetzt einen neuen Weg frei gemacht. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Sieht so aus, als ob hier eine Kugel mit runter soll, oder? Mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Ja, stimmt. Ich würde schon gerne eine Kugel runterschießen. Es sieht arg danach aus. Sieht wirklich danach aus. Aber wieso? Ich würde es mal gerne ausprobieren, ob die Kugel hier runter geht. Ja, okay, okay. Okay, die Kugel scheint es nicht zu sein. Ja, ist in Ordnung. Dann geh mal bitte wieder da oben hin. Genau, rein da. Okay, die Kugel ist es nicht. Okay, dann gehen wir da noch mal gucken, was wir da freigeschaltet haben. Nee, ist wir hier rein. Hier haben wir ein Dings. Ach, hier sind wir. Aber wieso sind wir jetzt hier? Wollen wir die Kugel da irgendwie weg? Ah! Ich habe, glaube ich, eine Idee. Wupp! Ja, guck mal. Die Idee war super. Hallo, nicht so weit. Genau, bisschen nach da. Ja. Nein, zu weit. Kacke. So, ja, perfekt. Genau, da rein bitte. Da rein. Hui. Und sie rollt auch direkt darunter. Hä? Ach so, ich muss hier oben stehen. Okay. War hier oben doch noch was? Ah ja, tatsächlich. Oh Gott. Da kommt sie. Oh mein Gott. Auf Anhieb. Ich wollte es eigentlich erst verlangsamen. Aber es hat geklappt. Puh. Oh. Zack.
Oh, Sonnenlicht? Nö. Wow. Ja, doch von der anderen Seite, aber nicht von der Seite, wo ich dachte. Also, wo ist der Schatten? Hä? Die Sonne, die muss da hinten sein irgendwo. Naja. Okay, dann geh mal runter. Okay. Achso, ich muss hier drin sein. Ah. Und jetzt geht's wieder hoch? Ja. Was hast du gefunden? Die Sepho sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Oh, das Hindernis ist der Weg. Habe ich als Archivment bekommen. Okay, wir müssen also nach Kashyyyk, habe ich gehört. Ich dachte, wir waren gerade in Kashyyyk. Nee? Okay. Ich habe doch Kashyyyk entdeckt. Hä? Wenn man da guckt, ne? Dann sieht es so aus, als ob man nach unten geht. Okay. Zack. Hier ist der Ausgang. Oh, schön, Leute. Haben wir dem Imperium den Weg bereitet? Außer die Gegner. Außer die Gegner, Leute. Oh, das ist echt schön. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute mit Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis dann.